Wandeln wir auf den Spuren der Kartäusermönche durch das ganze Land, so führt es uns geradewegs nach Buxheim. Hier, mitten im Unterallgäu, treffen wir auf die am besten erhaltene Karthausenanlage Deutschlands und zugleich das einzige Karthausenmuseum. Wahrlich kein Wunder, dass sich der katholische Einsiedlerorden im Jahre 1402 hier wohl heimisch gefühlt haben muss. Denn ein fruchtbares Land, saftige Wiesen und Wälder und kristallklares Wasser hießen die Mönche willkommen. So legten sie den Grundstein für das, was Buxheim heute weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt macht. Die Karthausenkirche, bemalt und stuckiert von Johann Baptist und Dominikus Zimmermann, mit dem berühmten barocken Chorgestühl, lockt Besucher aus aller Welt in die 3030 Seelengemeinde. Wer einmal die Pfarrkirche betreten hat und sich vom Antlitz der Buxheimer Madonna verzaubern ließ, wer einmal im Stillen in der St. Anna-Kapelle verweilte, der mag verspüren, welch innige Gläubigkeit das Mittelalter prägte. Wo einst die Karthäusermönche in Schweigen verharrten, um sich einzig und allein dem Gebet zu widmen, erklingt heute das fröhliche Lachen unserer jugendlichen Gymnasiasten. Was einst die Karthäuser zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes anlegten, dient den Menschen heute als Gebiet zur Erholung und Freizeitgestaltung. Die Buxheimer Weiher zusammen mit dem Landschaftsschutzgebiet Illerauen, ausgedehnte Wälder und der Buxheimer See geben uns das zurück, was der Alltag uns abverlangt. Ruhe für die Seele, Ausgleich für den Körper. Die Karthäuser haben ihre Spuren hinterlassen. Ein einzigartiger Kunst- und Kulturgenuss ist uns geblieben. Die Buxheimer haben sich vom ehemals ländlichen Charakter zu einer modernen Gemeinde mit hohem Freizeit- und Erholungswert entwickelt. 20 Kilometer Wanderwege, der allseits bekannte Illerrad-Wanderweg, Wassertretanlagen und vieles mehr an Freizeitgestaltung erwarten uns. Wer die Landschaft lieber hoch zu Ross erkunden möchte oder das gepflegte Grün auf Gut Westerhard schätzt, wer seinen Gaumen auf höchsten kulinarischen Genuss eingestellt hat oder wem der Sinn nach einer herzhaften Bockwurst steht, Buxheim ist auf alles eingerichtet. Eine hervorragende Infrastruktur und zahlreiche Vereine, die regelmäßig gesellschaftliche Akzente setzen und weitere kulturelle Höhepunkte sichern die ausgezeichnete Lebensqualität. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage, unmittelbar am Autobahnkreuz A7, A96, ist Buxheim auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant und sichert der Gemeinde eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Die Menschen fühlen sich wohl in Buxheim. Eine gelebte Heiterkeit begegnet uns auf unserer Reise durch das Karthäuserdorf. Buxheim im Unterallgäu. Einfach lebenswert.